Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty Rust. Schön ist, der Airdrop fällt genau dahin, wo ich immer ein bisschen gucken wollte. Ja, ich habe die Picke jetzt auch mit Scheiß drauf, Leute. Scheiß drauf, echt. Hab mir gedacht, wenn auf dem Rückweg noch ein bisschen Sofa rumliegt. Mein Server ist schon ein bisschen voller geworden. Also es kann gut sein, dass jetzt hier wer online ist, da hinten aus dieser Elite-Ecke. Wir werden es sehen. Aber die meisten brauchen halt auch einfach den Airdrop gar nicht mehr. Zumindest die Meister, die da hinten überall wohnen, die haben ja schon alles. Da ist die Chance relativ gut, dass wir den absagen können. Aber wer weiß. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt wieder Bot-Action. Das nicht zu knapp, deswegen hoffe ich, dass es noch ein bisschen hell bleibt, dass ich sehe, wo sie rumrennen. Die haben halt auch kein Licht, ne? Die Arschlöcher. Du bist ein normaler. Also so ein Straßenjunge. Ich will jetzt nicht unbedingt schießen halt. Erstmal. Okay, das ist die Posi, wo wir letztes Mal auf der Palme gesessen haben, glaube ich. Posi spricht für uns. Es kann gut sein, dass unten im Wasser ein Bot rumläuft und nicht hier oben. Cargo Ship ist auch on the air. Habe ich leider keine Zeit für im Moment. Werden wir aber in der Staffel mit Sicherheit auch nochmal sehen. Und das Schöne ist halt, wenn ich, ich meine, es ist jetzt entschieden, ich werde so spielen, dass ich mir 3-4 Butzen baue. Und da halt überall ein bisschen Ausrüstung reinlege. Schön wäre natürlich, wenn wir überall eine... Das gefällt mir gerade gar nicht. Überall eine 2er Werkbank reinstellen könnten. Mal sehen. Wenn wir zumindest einen sagen, da ist schon einer. Oh, ich habe einen Schadi drauf. Das ist zwar gar nicht beabsichtigt, aber das ist gut. Ich meine, er hat auch einmal geschossen. Wir wissen eh, dass ich hier bin. Doch weiter rüber, da wie ich dachte. Ey. Ja, ich werde, wie gesagt, ich werde rushen. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, hier hinten die Ecke, die Leute, die haben eher das. Kann natürlich sein, dass noch wer von weiter weg kommt. Alter, ja, Explosion, geil. Geil! Ich wollte schon meckern. Aufklären ist natürlich jetzt nicht viel. Alter, wer war es? Daniel, ja? Du Ficker! Alter, was willst du denn noch mit dem Airdrop? Ganz ehrlich. Gönn dir. Hast du gut gemacht. Kannst du wenigstens noch im Kopf schießen? Schütze, Alter. Kleiner Wichser. Lächerlich. Schön mit Charlie auch noch, ne? Hey. Du bist der Geilste, Alter. Dann in der Nacht, den krieg ich doch eh nicht mehr. Komm, mach an hier die Scheiße. Könnt kotzen, echt, ey. Ich hatte irgendwas gehört.
weiß halt gar nicht, den kann ich gar nicht einschätzen. Vor allem benennen die sich auch hier zwischendurch um, da blickst du eh nicht durch. Ein bisschen Glück muss er halt hier lang, wo ich wohne. Aber in der Nacht ist natürlich immer scheiße bei mir. Ich weiß auch nicht, wie er uns jetzt wieder gesehen hat, aber das Thema... kommen wir eh auf keinen Nenner. Ja, schade. Expo Moon wäre natürlich geil gewesen. Unsere Ausrüstung ist jetzt nicht so wirklich elementar wichtig. Aber die Expo Moon wäre natürlich schön gewesen. Hätten wir natürlich auch noch nicht machen können, aber hätten wir lernen können. Die kosten nur 250. Wir hätten sie safe gehabt. Oh, jetzt habe ich gar nicht keine Muni fürs halbautomatische Gewehr mitgenommen. Fuck, ey. Ich werde den eh nicht mehr kriegen in der Nacht. Ich werde den eh nicht sehen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Leute das immer sehen in der Nacht. Spielen ja alle fair und ich spiele nach Gehör und... ist alles gut, Leute. Wie gesagt, ich habe was gehört, aber ich weiß noch nicht, wie. Ich bin ja gestichen sogar, ich bin ja nicht gelaufen. Hier läuft er. Ist einer lang gelaufen. Frag mich nicht wer, wo. Er hat uns jetzt wieder killt, wenn ich im Dunkeln bin, Alter. Keine Ahnung, wo er hinläuft. Weiß halt nicht, wo er wohnt. Ja, kannst du knicken. Der hockt da irgendwo. Ich hocke mich jetzt auch hier hin. Ich warte, ob es hell wird. Oder dass ich Steps höre. Mehr kann ich nicht tun. Oder er kommt, sieht uns und knallt uns weg. Kann auch passieren. Ansonsten gehe ich gleich nochmal gucken an unserer Leiche. Wenn wir mal sehen, was da für ein Spieler ist. Vielleicht hat er ja eine Expo-Minute da gelassen. Wenn er ein Arschlochspieler ist, hat er alle mitgenommen. Wenn er kein Arschlochspieler ist, hat er diese eine da gelassen haben. Ich muss mir nochmal angucken im Video. Aber wie gesagt, mich erschließt sich das eben immer nicht. Wie die Leute in der Nacht sehen. Ich sehe halt gar nichts. Vielleicht liegt es einfach an meinen Monitoreinstellungen, dass mein Monitor so high-tech-mäßig ist, dass er schwarz als schwarz darstellt und nicht als grau. Mag sein, Leute, ich weiß es nicht. Riecht mich jedes Mal auf. Wird mich auch immer aufregen in diesem Spiel. Okay, es wird hell. Oder leicht hell. Ich weiß halt auch nicht, ob er es war. Auf jeden Fall ist da einer lang gelaufen. Ach, ein Zombie, Alter. Jetzt haben wir mal eine Posi verfahren. Ja, komm her. So, gönn dir, Alter. Nur noch der Heli läuft.
Gut. Ich weiß auch nicht mehr, ob es ein Spieler war. Es sah halt wirklich so aus. Für mich hat einfach blind hinterher. Kann auch sein, dass er irgendwo da, aber wie gesagt, da wohnt hat der Daniel, der Maiko. Schütze, die sich zum ersten Mal hier auf dem Server. War halt eine SMG wahrscheinlich oder eine Thompson mit Charlie. Gut, mein Gott, mit Charlie oder ohne, wäre eh Wumpe gewesen in der Situation. Wie wir halt für die Bots drauf gehabt haben, habe ich ja auf halbautomatischen Auge gehabt. Auch wenn es ungeplant war. Juti! Gehen wir checken, ob er ein Arschlochspieler ist oder kein Arschlochspieler. Und danach gucken wir dann halt, was wir eigentlich machen wollten. Aber das Rust, ne? Du kannst immer so viel vornehmen, planen und dann passiert es eh anders. Hier ist überall so hügelig halt. Hier kann ich nicht bauen wegen der Höhle. Hier wird es vielleicht noch, wäre es noch gegangen. Ich hätte natürlich gerade auch mein Gear an, ne? Anstatt ein Suit, glaube ich. Das war natürlich auch ein bisschen dumm. Naja, was soll das? War mir dann aber auch zu sicher, die war von wegen der Ecke. Aber ich war ja trotzdem vorsichtig, also so ist ja nicht. Sonst war ja auch nur Scheiß. Geht ja nur um die Exo und alles andere war ja Wumpe. Also unsere Waffen, ja. Gönn dir also. Ne? Die Ausrüstung, ja, okay, ist ein bisschen ärgerlich, weil ich keinen Negan mehr habe. Aber jetzt auch nichts Weltbewegendes, also alles gut. Ich hatte nur geärgert, dass es dunkel ist und er mich halt gesehen hat, ich ihn nicht. Wie immer halt. Das ist sowas Einzigste. Ich meine, wahrscheinlich hätte er uns trotzdem gekillt. Auch wenn wir uns gar nicht zeitig gesehen hätten. Und in dem Moment halt einfach die bessere Waffe dafür hatte. Ja, vielleicht hier wohnt er hier, da, der Schützi. Wer weiß. Wer weiß. Ist auf jeden Fall gut gewachsen, das Ding. Nee, da wohnt er schon mal nicht. Das war auf der Straße da oder an der Straße da, genau beim Militärtunnel da hinten. Da-dum, dum, dum, da-dum, dum, dum, da-dum, dum, dum, dum. So, irgendwo hier muss das gewesen sein. Da ist auch noch ein Bot vom Airdrop. Mal schwer einzuschätzen in der Nacht, ey. Aber ich habe halt diesen alten Turm gesehen gehabt, meine ich. Da ist er, die Leiche. Bist du echt ein Arschlochkind oder was? Er ist ein Arschlochkind. Schützi, du bist ein Arschlochkind. Sorry, dass ich dir so hart sagen muss, aber es ist so. Ist ja nichts dagegen gesprochen, mal eine von diesen scheiß Patronen da zu lassen. Ja, aber das ist halt Rust. Wir müssen uns ja nichts vormachen. Wer lässt da schon mal eine Patrone da? Auf normalen Server sowieso gar nicht. Aber auf dem Server, hier auf unserem Server, würde ich mir halt so eine Einstellung manchmal wünschen.
Gut, wenn da der Name Daniel gestanden hätte oder sonst wer, wo man eh weiß, dass die alles haben, spielt das keine Rolle, aber. Oh, Miku ist online oder was? Mhm. 29 Schuss ist natürlich auch eine Menge. Gucken, wie er runterfällt. Übrigens, Arschlochkinder ist jetzt nicht unbedingt als Beleidigung gemeint, ne? So auf Michael Mittermeier bezogen. Kannst ja mal nach Kevin und Arschlochkindern googeln. Ist schon eine Beleidigung, aber eine liebevolle Beleidigung. Dass er gleich wieder rumholt in den Kommentaren. No. Do it. Oh, der ist ja richtig scheiße runtergekommen. Da da di da 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 da. Ist das schon Fight oder was? Ach, auf dem Cargo ist auch jemand. Ist der da hinten runtergekommen? Ich würde sagen, der ist schon aus wegen dem Wasser oder was? Ist das echt so? Ja, dann habe ich ja schon keine Chance mehr. Ja, so stark, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob es nicht rendert oder ob es schon aus ist. Oh, scheiße. Die ganze rumrennen. Dum 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 dum. Schon weg oder was? Oh, jetzt angezeigt auf der Map. Oh, hier ist ja gar keine Deckung. Echt weg. Da waren ja Flammen gerade noch. Okay, der Absturz zeigt hier unten an. Also. War trotzdem schon aus. Wird die Kisten schon gelootet haben.
krass. Naja gut, gut zu wissen. Dass er wohl im Wasser schneller ausgeht. Ich meine, macht ja Sinn. Ja, Kisten. Ist nämlich eine bis da hinten geflogen, die war dann auch relativ zügig aus. Ihr habt ja gesehen, ich war ja relativ zügig da, nachdem er down war, der Heli. Können wir natürlich jetzt hier abcampen. Wahrscheinlich wird dann gleich mal nackt da rauskommen mit den Abbauen. Aber das ist nicht meine Spielweise, Leute. Ich finde schon immer irgendwie dumm, zu versuchen, da überhaupt was abzusahen, aber gehört nun mal leider zu was dazu, wenn einer ein Heli macht, dass man übrigens mal gucken geht. Naja gut, erklärt auf jeden Fall, warum man sich da hingebaut hat. Wenn ihr euch also vornehmt, 200 mal den Heli machen zu wollen in eurer Rust-Session, baut euch irgendwie am Wasser hin. Anscheinend die Kisten dann alle schneller gelöscht. Ich würde mal das sehen, was mit den ganzen kleinen Butzen ist. Die gehören bestimmt auch alle dem Maiko. Ja, haben wir ja schon wieder eine Folge mit hier rumrennen, aufregen verbracht. Ich hole jetzt mal eben mein Zeug da ab. Ja, ich hätte natürlich, hier liegt auch nochmal ein Sofa und so weiter. Hier liegt so viel Scheiß rum. Aber dann werden wir jetzt mal in den nächsten Folgen erstmal ein bisschen bauen. Wenn wir den Rest einfach ignorieren, wenn die Erdrupse fallen und so ein Scheiß. Wie gesagt, die Expo Moon wäre schön gewesen, ist jetzt aber auch nicht zwingend. Also. Wir müssen jetzt hier nicht zwingend irgendwas raiden. Weiß auch nicht. Ich habe im Moment auch irgendwie nicht, so nicht das Verlangen hier unbedingt. Da sind so viele nette Spieler drauf, da tut es dann eigentlich schon immer fast leid, wenn man die dann raidet. So wie er hier mit seinen Wänden da. Das muss ja nicht sein. Muss ich nochmal gucken, was war, ey. Nicht um mein Gedächtnis hier irgendwo. Wenn man halt stumpf wirklich PvP und Hardcore alles wegraiden will und so weiter, ja, dann sollte man halt auf irgendwie einen Server gehen, wo das halt so ist, weißt du? Also auf irgendeinen normalen Server. Dann geht man halt auf einen German Starter Server, da könnte dann eskalieren. Da laufen genug Assis rum. Aber hier bei so einem Anfänger oder so, da habe ich dann eben schon immer so meine Einstellung. Das heißt Einstellung. Ich bin halt einfach so ein Typ, der mir tut das dann immer ein bisschen in der Seele weh. Wie gesagt, hier bei Maiko wird, selbst da hätte es mich schon irgendwie belastet, hätte ich ihm jetzt da irgendwie geschafft, zweimal zu töten und die Kisten zu klauen. Hätte mich schon belastet. Aber ich halt immer finde, wenn man den Heli runterholt, hat man es auch verdient, wenn man das, obwohl ich bei ihm weiß, ihn juckt das eh nicht. Er macht den Heli ja 20.000 Mal am Tag. So, wir sehen, wie lange das dauert. Ja, aber so, ich bin halt so da so ein bisschen anders, was anbelangt. Deswegen ärgert mich das dann auch, wenn da so Leute kommen. Wie das Arschlochkind Schützi vorhin. Und nimmt dann die 7 Schuss mit, anstatt da eine drin zu lassen. Ich meine, ob er jetzt 7 hat oder ob er eine hat, spielt keine Rolle. Du brauchst noch eine zum Lernen. Aber das ist halt mein persönliches Problem. Liegt halt einfach meine Einstellung. Ja, geh weg. Das ist ja das generelle Problem, was ich halt mit dem Server habe. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, weil bis ihr die Folge seht hier, kann das schon wieder alles hinfällig sein, was ich euch jetzt hier erzählen würde. Im Stream hätte man da ein bisschen drüber reden können. Aber da sowas nicht passiert. Da gab es nicht so eine Arschlochkinder.
Naja, auf jeden Fall haben wir nochmal gute UFO jetzt. Also Schießpulver können wir genug machen, können wir noch Muni machen. Alles gut. Also wir können uns erstmal voll ausstatten. Das ist nicht das Problem. Gut. Wie gesagt, es geht jetzt darum, auch mal einen zweiten und dritten Stock drauf. Knallende Ofenbase. Vielleicht passt sogar ein Ofen rechts dran oder hinten. Muss ich mal gucken gleich. Oder bauen wir hier in der Nähe direkt irgendwo nebenan nochmal neu. Gucken wir sich. Ich werde jetzt alles reinpacken. Wir gehen jetzt nackt daraus und mit dem Bauplan haben wir. Vielleicht noch eine doppelläufige und Bau. Und dann checken wir das mal aus. Do it. Gut, Leute. Ich glaube, hier ist auch noch ein bisschen Shit. Ja. Ich werde das jetzt eben einsortieren, die Öfen anschmeißen und dann melde ich mich wieder. In diesem Sinne, bedanke mich fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Daumen da. Alles andere in die Kommentare. Ja, bis dann. Ciao.